Ja, darf ich euch den Verkommenen, The Rotten, vorstellen? Au. Einer der schlimmsten Bosse meiner Meinung. Au. Ihr seht, er macht viel Schaden. Und er grapscht gerne. Und um ihn herum brennt alles. Und er macht verdammt viel Schaden bei Lukatil. Und da wir Dukatil eigentlich lebendig durch den Kampf bringen müssen, so, das hat gereicht. Gut, und wir haben eine neue große Seele umarmt. Pharos Wahrheitsverkünder. Ja, wir haben den Rotten besiegt. Den Verkommenen. Das war übrigens die Reinkarnation von Nito. So, ein Feuersamen. Wir haben Seelen und wir müssen noch den Ausgang finden. Ja, die hier spucken uns übrigens nicht an. Da ist der Ausgang. Gelobt sei die Sonne. Hier, hier. Hier ist erstmal eine Truhe im Dunkeln. Ich hoffe mal, die sieht man nachher beim Nachbelichten einigermaßen. Versteinertes Etwas, ein Einfallspinselgewürz und ein Skeptikergewürz. Oh, das heißt, wir könnten mal wieder bei den Krähen vorbeischauen. Und wir kommen beim nächsten Urleuchtfeuer. Urleuchtfeuer entzündet. Yay. Rettung voraus. Gift voraus und dann Tränen. Oh, halt. Momentchen mal. Bevor ich irgendwo hingehe. Ach nee, halt. Das haben sie ja geändert. Netterweise fällt mir gerade wieder ein. Normalerweise liegt hier beim Rotten nämlich der Schlüssel herum, den man bräuchte, um die beiden Türen zu öffnen, die wir seit unserem Abstieg ins Loch gesehen haben. Also einmal im Loch selber in der bei der Leiter und einmal da bei dem Feuersteinkreis. Und hier im Black Gulch gibt es nochmal so eine Tür. Aber... ja. Da kommen wir noch nicht so leicht hin. Weil das war... Der Schlüssel liegt nur im normalen Dark Souls 2 beim Rotten rum. Hier findet man ihn an einer anderen Stelle, die etwas garstiger ist. Gift voraus und Tränen. Ja, hier ist nämlich ein neues DLC-Portal. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Eindringlinge werden sich ungemacht stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Den Text kennen wir ja schon vom Eisenkönig. Ohne Spur vom Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Die Stadt des versunkenen Königs schlummert, genauso wie der darin verborgene Drache. Ja, wir können uns mal kurz reinporten. Kann ich euch auch kurz das hier zeigen?
Das hier ist nämlich die Vorkammer. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne herbeibeschworen. Ja. Ich könnte hier theoretisch die Fackel anzünden. Bringt allerdings nicht viel. Weil hier komme ich nicht durch, weil es geschlossen ist. Genau. Ich habe nämlich den Schlüssel für diese Tür noch nicht gefunden. Das Einzige, was ich machen kann, ist mich hier unten mal umsehen. Soweit ich aber weiß, gibt es hier nichts. Außer ein paar Nachrichten, hurra für sinnlos und so. Gut. Gehen wir lieber zurück nach Majula erstmal. Also zurück ins Black Gulch und das Urleuchtfeuer benutzen, um zum fernen Leuchtfeuer zurückzureisen. So, da steht sie. Proceed, bearer of the curse. It is the only choice left to you. Mhm. Gut, dann aufsteigen. Alles hier rein in Konstitution. Gibt uns ein bisschen mehr Konstitution schon mal. Also ein bisschen mehr Ausdauer. So. Mit den Seen, die ich habe, gehe ich jetzt zu MacDuff. Kauf mir einen Splitter und verbessere ein Rüstungsteil mal. Dienstbodenquartier MacDuffs Meisterwerkstatt. Hallo? Der hat nämlich unendlich viele große Titanit. Und bei ihm können wir am meisten bringen wahrscheinlich die Hosen. Die kosten auch am wenigsten. So. If you walk with flame, then I salute you. Take these. Genau. Wenn wir nämlich bei ihm auch genug. Wenn wir bei ihm nämlich auch genug Geld ausgeben, hauptsächlich fürs Infusion eigentlich, aber wir haben ja jetzt auch ziemlich viel für Splitter ausgegeben. Dann kriegen wir bei ihm auch etwas geschenkt, nämlich eine Titanitscholle. So, ich würde jetzt gerne wenigstens einmal. Nein, schlechte Idee. Zurück nach Majula? Ja, zurück nach Majula erst einmal. Es sind nämlich mehrere Sachen jetzt wieder passiert in Majula. Darauf habe ich total vergessen. You've been long. Well. Zum einen verkauft sie immer noch nichts Neues. Gut. No interest. Wir könnten bei ihr jetzt hier oben mal die Pyromatieflamme etwas verstärken. Die brauchen wir nämlich später mal. Hello again. Ja, Pyromatieflamme verstärken. Kostet gar nicht so viel. Und da sind unsere Seelen auch gut angelegt. Es kostet halt immer einen Feuersamen. So. I'm always here. Das heißt, wir können sie nicht einfach so mit 10 hochbuffen, die Pyromatieflamme. Aber es kostet halt nicht so viel wie in Dark Souls 1, wo es nur Seen gekostet hat. So. Sie hier hat normalerweise irgendwann frische Vorräte und auch neue Sachen, wenn wir eine gewisse Anzahl an Urbossen getötet haben. Bei ihr gibt es auch etwas. Nämlich. Genau, die Leuchtkäfer hier. Die habe ich bis jetzt eigentlich immer verpönt. Weil ich einige gefunden habe und sie nie benutzt habe. Allerdings
scheinen sie sehr mächtig zu sein. Sie verdoppeln meinen Schaden für 2 Minuten und halbieren den Schaden, den ich erleide. Was ziemlich krass ist in Bosskämpfen. Die Menschenbilder von ihr würde ich gern demnächst kaufen. Aber ja, es hat einen Haken. Man kann bei ihr 3 Leuchtkäfer kaufen. Die kosten am Anfang 6.000. Die ersten 3. Also jeder. Für jeden Urboss, den wir besiegen, verdoppelt sich der Preis. Sie kriegt aber auch, wenn wir leer gekauft haben, also ihr Stock wird dann auch immer wieder auf 3 erhöht. Lively. Was wiederum gut ist. Also für diejenigen, die Dark Souls 2 selber spielen möchten, kauft euch Leuchtkäfer, solange sie noch billig sind. So. Nächster Schritt. Wir gehen zu Kale, dem Kartografen. Denn es ist eine neue Flamme erschienen. Even more flames have appeared. I don't know what cause. Nämlich genau unter uns. Das war der alte Riese. Das war die vergessene Sünderin. Das war der alte Eisenkönig. Und neu hinzugekommen ist hier an dem Zipfel, also am nördlichsten Ende, wie ich ja das letzte Mal, als wir hier waren, festgestellt habe, muss hier Süden sein und hier Norden, weil das Meer im Norden liegt. Nördlich jenseits des Meeres eben. Haben wir jetzt den Worten besiegt. So, 4 Flammen sind bereits erleuchtet von 8 waren es, glaube ich. Also haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also wenn man nach den Flammen geht, haben wir jetzt die Hälfte des Spiels geschafft. Wir haben aber allerdings noch ein paar offene Enden. Zum einen haben wir die Türen. Zum anderen haben wir noch einen versteinerten Typen in der verlassenen Festung, den ich auch irgendwann mal besuchen möchte. Wie sieht denn das hier so aus mit Duftzweigen? Oh, das könnten wir machen. Wir haben 3 Duftzweige. Wobei, nein, das nächste Gebiet, was nämlich nachher kommt, da brauchen wir die Duftzweige für was anderes. Ich möchte jetzt lieber zur Festung des alten Eisenkönigs zurück, nämlich da das offene Ende mal versuchen. Wir haben ja mittlerweile uns ein bisschen gebessert. So, hier sind genug Phantome, die wir rufen könnten. Erstmal will ich dich loswerden. Dort ist nämlich ja noch eine Nebelwand, die ich das letzte Mal einfach ignoriert habe. So, da kommt einer runter. Von da kommt nachher gleich auch einer runtergerannt. So, genau der da nämlich. Und genau der Schütze fällt auch runter. Und ist tot. Und ja, wir haben hier ja auch noch die ganzen Lavafelder, die wir abgeben müssen. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Oh, das ist noch weniger schlau. Da ist ein Schütze, den will ich aber erstmal nicht. Aggron. Genau, erstmal möchte ich dich gerne aggron.